Also Pelikane und der Tierpark Berlin, das ist untrennbar miteinander verbunden. Das hat eine lange Tradition und der Tierpark Berlin ist gewissermaßen weltweit bekannt für seine erfolgreiche Pelikanhaltung und Zucht. Es gab schon 1961 einen spektakulären Zuchterfolg hier im Tierpark Berlin. Da wurde der erste rosa Pelikan geboren, besser gesagt, er ist geschlüpft aus dem Ei natürlich. Und dieser rosa Pelikan war die deutsche Erstzucht und es war damals noch eine große Seltenheit, dass Pelikane in Tiergärten geschlüpft sind. Mit diesem ersten Schlupf dieses Pelikans, der sagenumwobene Methusalem, begann also eine sehr erfolgreiche, langjährige Zucht von Pelikanen im Tierpark Berlin, bei den rosa Pelikanen über viele Generationen hinweg schon weit über 100 Tiere. Und im Laufe der Zeit kamen dann die anderen Pelikane dazu. Alle Pelikanarten haben hier schon Eier gelegt, sodass wir also, so denke ich zumindest, die einzige Einrichtung weltweit sind, die das für sich verbuchen kann. Wir hatten dann in den 80er Jahren die Welterstzucht vom Brillenpelikan. Das ist der Pelikan, der in Australien vorkommt. Das ist eine besondere Seltenheit. Und wir haben jetzt aktuell auch wieder alle Pelikanarten hier im Tierpark Berlin, sodass der Besucher diese imposanten 7 Vogelarten vergleichen kann. Ganz neu dazugekommen sind die Nashornpelikane aus Nordamerika, die dann zur Brutzeit solche Hornauswüchse auf dem Oberschnabel ausbilden. Man kann natürlich dem Besucher an den Pelikanen sehr viel erklären, insbesondere die Anpassung an das Wasserleben und an die Ernährung von Fisch. Das ist ja im Prinzip das ausschließliche Futter, was Pelikane zu sich nehmen. Und sie haben dafür einen ganz hochspezialisierten Schnabel, den es in dieser Form nicht noch einmal im Vogelreich gibt. Der Unterschnabel besteht nur noch aus 2 Knochenspangen und dazwischen ist eine sehr dehnbare Haut, die sich spannt und diese Knochenspangen können auch bewegt werden und darauf liegt dann der Oberschnabel als flacher Deckel. Und mit diesem Unterschnabel, der wie ein Kescher praktisch wirkt, wird der Fisch aus dem Wasser herausgekeschert und dann mit dem Kopf zuerst verschlungen. Und dabei gehen, auch das ist interessant, die Pelikane ja gesellig vor. Auch das kann man hier im Tierpark ganz gut sehen. Sie treiben nämlich in der Natur den Fisch in seichtes Wasser vor sich her und dann wird er aus dem seichten Wasser mit dem Schnabel herausgefischt. Und so tun sie das hier mit den Fischen, die also eingefrostet angeliefert werden, in ganz ähnlicher Weise. Im Herbst beginnt also die Brutzeit. Die ersten Pelikane haben hier schon Eier gelegt und sie siedeln dann um in das Winterquartier. Und hier werden dann auch von den Tierpflegern viele Pelikane per Hand aufgezogen. Das liegt daran, dass in einer großen Kolonie es immer wieder Störungen gibt. Größere Pelikane werfen von den kleineren mitunter die Eier aus den Nestern oder auch die Jungvögel, wenn sie geschlüpft sind, aus den Nestern. Und das wollen wir natürlich verhindern. Und da werden dann die Eier lieber abgesammelt und in die Brutmaschine gelegt und dann auch zum großen Teil von den Pflegern per Hand aufgezogen. Das sind dann diese zahmen Tiere, die wir hier haben. Viele unserer australischen Brillenpelikane sind sehr vertraut, gehen auch zu den Besuchern, haben gar keine Scheu, schauen, was die Besucher für Taschen haben, was bei ihnen blinkert und blitzt und nach Fisch aussieht. Sie sind vor allen Dingen als Jungtiere sehr neugierig, gucken auch nach den Schnürsenkeln, setzen sich mit auf die Parkbank. Das sind dann ganz beliebte Fotomotive hier im Park und ein besonderer Publikumsmagnet.